Ja, künstliche Intelligenz ist in den letzten Jahren ein Hype geworden, hat sich extrem entwickelt von der Bedeutung, einfach dadurch, dass die Möglichkeiten, Daten zu speichern und zu verarbeiten, viel massiv angewachsen sind. Und dadurch, dass vor allem in den USA und China, aber eben auch in Europa massiv in KI investiert wird, vor allem in die Forschung, aber eben auch in die Entwicklung, in den Transfer in die Wirtschaft und in die Frage, wie kann man neue Geschäftsmodelle durch künstliche Intelligenz entwickeln. Und das verändert gerade das ganze Wirtschaftsleben. Ja, die Herausforderung besteht schon darin, dass sich eben alles ändert. Es ändert sich nicht nur ein Geschäftsmodell oder das Wirtschaftsleben, sondern durch den Einfluss der KI ändern sich auch komplett Strukturen in den Unternehmen, wie wir arbeiten, wie Entscheidungen getroffen werden. Es werden Führungsfunktionen in Frage gestellt und auch der Wert der Arbeit und das, was einen vorher ausgemacht hat. Vieles wird in Frage gestellt. Also es verlangt von uns allen vor allem ein Umdenken im Kopf. Und das Umdenken im Kopf muss in der Wirtschaft da sein, muss in der Bevölkerung da sein, muss eben auch in der Politik da sein. Und deshalb beschäftigen wir uns etwa in der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, aber auch in der Bundesregierung und im Dialog mit den Stakeholdern damit, was wir heute machen müssen, damit wir möglichst schnell die Chancen der KI nutzen können und den Herausforderungen begegnen. Denn Chancen gibt es auch massiv. Viele Lösungen der Probleme der Welt, für die wir heute keine Lösungen haben, können durch künstliche Intelligenz gelöst werden. Die Potenziale sind enorm, von Bekämpfung des Hungers, Thema Ernährungsproblematik, der Besiegung von Krankheiten, die wir heute noch nicht in den Griff bekommen, bis zu ganz banalen Themen, die uns im Alltag aber Sorge und Mühe machen. Vieles kann durch künstliche Intelligenz gelöst werden. Politik muss an verschiedenen Punkten ansetzen. Zum einen müssen wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen und vor allem den Transfer in die Wirtschaft besser gestalten. Politik muss vor allem beim Bildungssystem ansetzen, denn wie wir arbeiten, was wir lernen, wird sich massiv ändern. Und deshalb brauchen wir lebenslanges Lernen. Und das muss schon bei den Kleinsten anfangen. Auch sie müssen schon digitale Zusammenhänge verstehen können, um in diese digitale Welt überhaupt verstehen zu können. Und schließlich brauchen wir innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Das fängt natürlich an bei Themen wie Datenschutz, Datensicherheit und geht auch bis hin zum Kartell- und Wettbewerbsrecht. Überall wird die KI Sachen verändern und man muss immer den globalen Blick haben und überlegen, wie schaffen wir es, dass wir in Deutschland, in Europa die Rahmenbedingungen so setzen, dass auch hier eben die neuen Geschäftsmodelle, neue Unternehmen entstehen können, wachsen können und wir mitspielen können bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Denn unser Wohlstand hängt extrem davon ab, wie wir diesen Sprung tatsächlich schaffen werden.